Guten Morgen. Wie schön, euch alle zu sehen. Wir starten. So good to see you all. Oh, die Barbara lassen wir noch herein. Guten Morgen, wir haben Ostern überlebt. Wuhu, oder? Hallo? Ostern ist ja klassisch gesehen eigentlich die Zeit der Wiedergeburt, ne? Wenn wir es jetzt einmal nur von den Fakten her sehen. Es ist die Zeit, wo neues Licht hereinkommt und wo wir neue Chancen haben, neue Gelegenheiten, neue Möglichkeiten. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, zu irgendwas Ja oder zu irgendwas Nein zu sagen. Stimmt's? Also lasst uns diesen Göttinnenzirkel damit beginnen, dass wir klassisch uns erden. Mhm. Mal tief ein- und ausatmen und die Sonne reinlassen und uns vorstellen, dass wir diese Wurzeln haben. Und mit jedem Atemzug lassen wir diese Wurzeln tiefer und tiefer und tiefer in den Erdboden hineingehen. Und wenn wir an einem sicheren Ort sind, dann könnten wir jetzt die Augen schließen. Einmal tief ein- und ausatmen. Unsere Wurzeln tief im Erdkern verankern. Und dann sagen wir in unserem Herzen, danke. Danke für diesen Moment jetzt hier. Danke dafür, dass ich diesen Atemzug machen kann, darf, dass mein Herz schlägt, mein Körper am Leben ist, ich bei Bewusstsein bin. Und dann lasst uns unsere Intention setzen. Wir legen eine Hand aufs Herz und beginnen, unser Herz zu massieren in irgendeine Richtung, die sich gerade gut anfühlt. Halten die Augen nach oben gerollt und dann sagen wir in uns, auch wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt einen magischen Göttinnenzirkel co-kreiere, der uns alle mit unserem höchsten Selbst verbindet und unserer finanziellen Freiheit, so weiß ich nur, dass es jetzt so ist. Dann wechseln wir die Richtung und wir sagen, ich danke, 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 ich bin erfüllt, ich lösche, lösche, lösche alles in mir, was mich davon abhalten könnte. Und ich lade, lade, lade mir alles herunter, was ich jetzt dafür brauche, mit Freude, mit Leichtigkeit und mit Anmut. Danke, 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 so ist es, so sei es, oder etwas noch Besseres. Tief ein- und ausatmen. Die Augen öffnen, wir kommen im Hier und Jetzt an und lassen die Marie noch herein. Und dann knalle ich mich einmal auf Spotlight. There we go, damit ich euch eine kleine Geschichte erzählen kann. Und zwar habe ich die letzte Woche in Frankreich verbracht. Irgendwo im Nirgendwo außerhalb von Toulouse. Und der Grund, warum ich überhaupt nach Frankreich geflogen bin, war, dass mir in einer Meditation vor 3 Wochen sowas gekommen ist, du musst nach Frankreich, du musst zu diesem Retreat, wo eigentlich der Roy mit dem Robert Bridgman gemeinsam unterrichtet, du musst dorthin. Und dann dachte ich, ja, okay, whatever. Dann habe ich mal geschaut, okay, gibt es Flüge, wie mühsam ist denn das überhaupt? Weil ich fliege ja an sich nicht so wahnsinnig gern herum. Ich bin gern an anderen Orten, ich mag das gern, aber dieses eigentliche Reisen finde ich eher mühsam. Also habe ich mal Rand überlegt und habe mal meinen Reisemenschen angerufen und gesagt, du schau mal, gibt es da Flüge? Sagst ja, ja, da gibt es Flüge. Es war also nicht so mühsam, es ist von München, aber es ist okay. Dann natürlich Grace und Hund. Das sind meine 2 Hauptthemen, die ich organisieren muss, bevor ich mich wegbewegen kann. Ne? Dann habe ich mal mit der Grace gesprochen, ob sie bereit wäre, diese Ferienwoche eigentlich bei ihrem Papa zu verbringen. Da war sie mäßig begeistert. Das ist jetzt nicht ihr Lieblingsort auf diesem Planeten, wo sie sein kann. Aber sie hat gesagt, okay, ist vielleicht nicht schlecht, mache ich, ist in Ordnung, Mami, du kannst fliegen. Gut, dann haben wir einen Hund. Der Hund kann nicht mit zu Papa, weil Papa hat Katze und Katze und Hund nicht so das Ding. Jetzt habe ich den anderen für einen Hund gebraucht. Normalerweise nimmt meine Mami immer dann DJ, den kleinen Tempelhund, der da hinten pennt. Der bravste Hund auf Erden, ich schwöre. Aber Mami auch nicht da in England. Gut, alle anderen, die mir sonst immer den DJ dann nehmen würden,
können nicht. Dann habe ich angefangen, in Hundepensionen anzurufen. Und siehe da, mehrere Leute haben die Idee, dass sie Ostern vielleicht wegfahren und Hundepensionen voll. Da denke ich mir, naja, ist eben mühsam, dieses Hinfliegen. Ja, dann fliege ich halt nicht, ne? Mache halt was anderes. Aber dann war doch dieses nagende Gefühl, naja, und so. Und dann habe ich es mal gesagt und er gesagt, naja, aber es war schon sehr schön, wenn du mal mitkommst und wenn du das siehst dort und auch den Robert Bridgman kennenlernst, weil die machen sehr viel Business gemeinsam, unterrichten gemeinsam. So, ja, na, gut, gut. Also wir versuchen es noch einmal. Und dann spreche ich mit einer Freundin. Ne? Und Freundinnen sind ja dazu da, dass sie uns helfen. Und es ist auch tatsächlich immer so, dass mir immer Freundinnen in diesen Momenten immer aushelfen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, ist es die Frau, die hilft. Ne? Dann kommt Freundin und sagt, du, da fällt mir ein, so und so gibt's. Und die hat eine kleine Tochter, die hat so irrsinnig Angst vor Hunden. Aber Mami selber liebt Hunde und das könnte vielleicht passen. Rede mal mit ihr. Dann ruft die an und sagt, du, komm drauf, das ist nicht nur jemand, mit der ich die Freundin ist, aber die ich halt schon länger nicht mehr gesehen habe, sondern die mit mir gemeinsam im Gymnasium war, stell dir vor. Und wir plaudern und sie sagt, du, ich würde das ist nicht gern probieren, machen wir so eine Probenacht. Gut, Probenacht mit DJ haut fantastisch hin, weil DJ ist so ein Lovebug. Also da wirklich eben noch niemanden getroffen, der für ihn Angst hat. Und kleines Mädchen ist schwer verliebt in DJ und kann so eigentlich ihre Hundeangst überwinden. Denke ich mir, na, ist wirklich Win-Win-Win. Und ich zahle dir natürlich das auch. Also Geld kommt auch dazu. Also feels good. Also ich fliege. Gut, ich fliege nach Toulouse und dann steigen wir in ein Auto und fahren einmal eine Stunde lang durch die wunderschöne Gegend, aber einöde, durch da herum und kommen irgendwann in diesem Terra Nova Center an. Und das ist so ein verwunschenes Grundstück, also mitten im Nirgendwo so rollende grüne Hügel mit lauter wilden Pferden, also wunderschön. Aber ein älteres Haus, ein sehr verwunschenes Haus, ein sehr schön gemachtes Street Center, klein. Und dort waren 26 Leute, hauptsächlich von Holland, also es war auf Holländisch unterrichtet auch dieser Retreat, dort auf ein Retreat, um Quantenhypnose und all die Geschichten, die wir halt so unterrichten, zu erleben. Gut, ich komme dort an und mir wurde ja gesagt, es wird dort warm sein und ich mache meine eigene Recherche nicht, packe natürlich so süße Sommerkleidchen und ja, und habe mir gedacht, naja, ich mache mir halt dort eine nette Woche. Ne? Also wenn ich weiß nicht, warum ich dort sein soll, aber ich fahre halt hin und ich mache mir es nicht. Ne? Pack meine Sommerkleidchen ein, kommen an, es ist kalt, nämlich richtig kalt. Windig und kalt, dann komme ich drauf, es gibt eine Woche lang veganes Essen. Ich bin zwar hauptsächlich Vegetarierin, aber ich liebe Butter und ich habe mich richtig gefreut auf diesen Stinkekäse in Frankreich. Denke ich mir, na super, veganes Essen eine Woche, nicht mein Ding, kalt ist auch noch, komm ins Zimmer, jetzt spricht die Prinzessin, ihr hört es, ne? Komm ins Zimmer, seh das Bett. Bett, ich habe mir vorgestellt, ne, dann mache ich es mir mit meinem Mann flauschig. Bett ist dieses klassische Bett, zwei Matratzen, ohne Rand drum und um. Das heißt, du kannst wirklich nur auf deiner Matratze liegen, weil wenn du nur in der Mitte liegst, dann macht diesen hier und du hast diese geile Besucherritze, oder? Wer liebt Besucherritzen? Ich hasse sie. Gut, und wir sind große Kuschler. Also denkt, schau das Bett, dann denke ich mir, oh, noch mühsamer. Ich war so grantig. Nämlich, ich konnte mich ja selber dabei beobachten, wie grantig ich war. Ich mochte mich ja selber nicht wirklich. Ich dachte, sag einmal, geht's noch? Jetzt bist du eine Woche quasi frei. Könntest irgendwie Urlaub machen? Ja, es ist in der Einöde, aber es ist wunderschön. Ne? Gott. Also, beobachte den Grant. Dann kommt die Trauer dazu. Dann war ich plötzlich super traurig, nicht nur grantig, sondern traurig. Konnte ich mir überhaupt nicht erklären, warum bin ich traurig? Aber ich habe richtig dieses Gefühl von überwältigender Trauer gehabt. Ich dachte, na bravo, das ist ja großartig. Dann lerne ich Robert Bridgman kennen. Netter Kerl und auch ein Mensch, wo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jemand, den ich getroffen habe, in die Augen geschaut und mir gedacht, oh, wir kennen uns. Das war so ein tief vertrautes Kleck. Okay, denke ich mal, okay, spannend, spannend. Bin ja immer am liebsten im Recherchieren. Also wenn ich emotional bin, dann hilft es mir, dass ich quasi so die Position außerhalb vom Glashaus annehme und einmal hineinschaue. Und ich denke, oh, spannend, jetzt sind wir grantig, jetzt sind wir ein bisschen traurig, aber wir spüren, aha, gut, da haben wir die erste Erkennung, vielleicht ist es der Grund, warum ich da sein muss, keine Ahnung.
sitze halt dort und höre den Männern zu, wie sie auf Holländisch dahintratschen. Und ich verstehe sehr viel Holländisch. Also man da kann nicht neben mir über mich reden, das kriege ich 100% mit. Ich weiß, was sie reden, aber alle Details kriege ich nicht so mit. Leg mich aufs Bett, knall mir alle Decken drüber, wenn man so kalt ist, bin in meinem Zustand dort, höre denen zu. Und dann kommt Robert Bridgman zu mir und sagt, du Jai, ich habe mir überlegt, vielleicht hast du Lust, dass wir am Mittwoch in diese Höhlen gehen. Und ich mehr wusste nicht. Und ich schaue ihn an und sage, ja, das super, ja, klar, mach mal. Auch, weil ich mich jetzt so trainiert habe, so allen Möglichkeiten immer ja zu sagen. Also wenn irgendwas da ist und ich spüre eine Resonanz, gehe ja. Und sage, ja, gut, nicht wissen, zu was ich eigentlich ja sage. Sagt er, ja, super gut, wir fahren am Mittwoch dann und dann, ist ungefähr eine Stunde Fahrt, wir fahren in diese Höhlen. Du zieh dein schmutzigstes Gewand an. Denke ich mir, okay, mein Yoga-Gewand, schmutzig, ja, schmutzig kann es ja werden, ist mir egal. Und dann gibt er mir noch eine Jacke und wir werden so Bergstiefel brauchen. Denke ich mir, okay, also es wird doch eher ein bisschen mehr Bergsteigen als nur Höhle. Okay, gut. Und sage, ja, gut, spüre aber immer noch die Trauer. Was mache ich dann? Ich gehe spazieren. Das hilft mir immer. Sag zum Beispiel, ich gehe jetzt spazieren. Und gehe mal über diese Hügel und verbinde mich mit der Natur und denke mir, wow, es ist extrem schön da. Aber ich bin traurig. Warum bin ich traurig? Dann setze ich mich an einen kleinen See, wunderschön, kleinen See, dick eingepackt, sitze dort in meinem Zustand und verbinde mich. Denke mir, okay, Intuition, du bist mitten in der Natur, du bist geerdet. Why am I feeling the way I'm feeling? Was ist da los? Und plötzlich kriege ich so, weil ich die Augen geschlossen habe, plötzlich kriege ich so Bilder von Kämpfen, von kriegerischen Szenen, von unglaublich viel Leid, von sterbenden Menschen, toten Menschen. Also es war ganz wahr. Da ist immer schon spannend. Und dann kommt das Wort durch Sacrifice. Sacrifice, das heißt ein Opfer bringen, Opfer bringen. Denke ich mir, fuck Sacrifice, ich will Sacrifice. Ich habe in meinem Leben schon genug Opfer gebracht. Was soll das jetzt Opfer bringen? Immer noch grantig. Dann gehen wir aber spannend, es kommt ein Bild zusammen. Ne? Ach Gott, dann denke ich, okay, nächster Schritt. Ich habe natürlich meine Punkte geglaubt. Und und mein Ding war aber immer noch irgendwie grantig. Habe auch diesen hier gemacht, habe es erlöst, aber immer noch traurig. Denke ich mir, okay, nächster Schritt, ich rufe meine Freundinnen an. Habe eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Crystalline Gold. Das sind die englischen Göttinnen, die mit denen ich den Zirkel leite, also Linda und Mirella drinnen. Und schicke ihnen ein Video, wo ich bin und eine kleine Sprachnachricht, ich bin grantig, fühle mich traurig, ich weiß nicht, was da los ist, warum bin ich überhaupt da. Gut, zurück kriege ich die Botschaft. Oh, du bist sicher nur dort, um das Göttliche wieder hineinzubringen. Dann sagt Linda, die in Frankreich lebt, du weißt schon, das sind heilige Gründe dort. Da ist extrem viel passiert. Da waren total die Battles, da war wirklich Krieg. Und da gab es ganz, ganz viel Leid. Du bist ganz bestimmt dort, um mehr Freude in diese Gegend zu bringen. Da denke ich mir, naja, ist eine nette Aufgabe. Okay, good, let's do that. Es hat sich die Stimmung schon zum Heben begonnen. Wir haben gedacht, na, jetzt habe ich wenigstens einen Sinn hier. Also wenn das der Sinn ist, dass ich hier ein bisschen was Freudvolles und was weiblich-göttliches reinbringe, na gut, soll es so sein. Ging schon besser. Dann habe ich gedacht, na, aber noch besser wird es sicher sein, wenn ich in diesen See hüpfe. Kaltes Wasser, reset, gut. Also ist eh einöde, schaut mir eh niemand zu. Strap, hupf in diesen See hinein und denke mir, ja, new beginning. Latsche über die Felder, dann wieder zurück zum Zimmer, war wesentlich besser drauf dann. Dann war die Introduction-Runde von all den Menschen, die dort teilgenommen haben. Und dann kommt Robert Bridgman zu mir her und sagt, du, ich gebe dir ein Buch mit, dass du weißt, wo wir da eigentlich hingehen. Wir gehen nämlich in die heiligen Höhlen der Katan. Und die Katan waren Menschen, die sind ganz spannend. Schau dir das vielleicht an. Ich nehme das Buch, war aber ehrlich gesagt zu müde, habe so ein bisschen durchgemacht, mir das schon spannend, Katan, was sind das überhaupt? Werde sicher dann mehr erfahren. Gut. Dann kommt Mittwoch. Also ich war dann nicht mehr grantig, bin aufgewacht am nächsten Tag und mir gedacht, yay, alles ist wieder gut. Aber es war spannend, dass es da war. Dann kommt der Mittwoch, wir fahren in diese Höhlen. Und dann ging es erst richtig los. Wir fahren eine Stunde lang im Auto dorthin und Robert Bridgman erzählt mir auf der Fahrt dorthin, wer die Katan sind, wofür sie gestanden sind. Und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Aber die Katan waren eine Gruppe von Menschen, die direkt von Jesus abgestammt sind. Also es sind quasi die originalen Jünger und Schüler, die damals mit Jesus in Jerusalem und herum gepilgert sind. Ne?
Und dann, als Jesus gestorben ist, gibt es ja die Legende, was ist mit Maria Magdalena passiert. Ne? Weil die ist ja dann nicht mehr erwähnt worden. Und es gibt sehr viel Forschung und Berichte darüber, dass Maria Magdalena dann von Jerusalem über die Pyrenäen, über Frankreich nach England gepilgert ist. Und dort auf dem Weg gibt es viele Berichte von Menschen, die mit ihr Kontakt hatten. Und so gibt es die Legende oder die Geschichte, dass die Katharen dort eben über diese Gegend, auch mitten dort, wo ich war, in Höhlen gelebt haben. Und die haben gesagt, ihre Religion ist die Religion des Gottes der Liebe. Also es gibt nur Liebe. Und ihr Sinn im Leben, ihre Mission war dieses Christusbewusstsein, also dieses the original teachings of Jesus, also das Mitgefühl, die Vergebung, die ganzen Geschichten, dass das weiter unterrichtet wird. Und die waren sehr streng zu sich selber, also viele Opfer gebracht. Sie haben, also die Geistlichen dieser Religion, es gab Männer und Frauen, also weibliche und männliche Priester, haben zum Beispiel, waren Veganer. Also haben auch keine Butter gegessen, ich liebe Butter, haben keine Butter gegessen, keine Milchprodukte, haben vegan gelebt, haben auch ein Zölibat gelebt und haben dann als Initiierung 3 bis 6 Jahre in diesen Höhlen gelebt. Müssen Sie sich vorstellen? Und ich kann euch sagen, diese Höhlen, hui, also wir fahren dorthin, ich könnte euch gar nicht mehr sagen, was es ist. Es sind auch geheime Höhlen, also Roy Bridgman hat mich auch gebeten, keine weiteren Bilder oder irgendwas von den Höhlen zu teilen, bis auf das, was schon auf Instagram ist, könnt ihr nachschauen, weil es eben ein heiliger Platz ist und da ist natürlich auch nicht der Sinn, dass da jetzt Busse hinfahren. Wäre auch zu gefährlich, ganz ehrlich, weil diese Höhlen sind ganz, ganz viele Gänge und es ist ein Riesenberg, wo es keinen wirklich scheinbaren Eingang gibt. Also wir sind dann so einen kleinen Trampelpfad hinaufgespaziert auf diesen Berg und dann plötzlich gibt es diese große Höhle mit einem großen Stein davor, was mich persönlich an Geschichten aus der Bibel erinnert hat. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, in irgendeiner Kinderbibel war so eine große Höhle mit so einem großen Stein davor, wo angeblich, oder wo der Leichnam Jesus hinterlegt wurde. Also so ein ähnliches Bild war das, große Stein. Und dann bist du da nach hinten geschlüpft und dann ging es los. Dann konntest du die ersten paar Meter noch aufrecht gehen, aber dann sehr schnell war es auf den Händen und Knien durch Höhlengänge durch. Wir hatten einen Helm auf mit der Lampe und das war auch das einzige Licht, das wir hatten. Und dann war es wirklich Surrender. Ich durfte dort meine größte Angst, wobei ich wirklich kein angstvoller Mensch bin. Aber es gibt angeblich 2 Hauptängste, in denen wir uns gern bewegen als Menschen. Also wir sind entweder ein Lager oder das andere Lager. Und die eine Angst ist the fear of abandonment, also die Angst, verlassen zu werden, die Angst, verstoßen zu werden. Und dann gibt es das andere Lager, das ist die Angst, eingesperrt zu werden, so Entrapment. Und wenn du mich gefragt hättest bis jetzt, würde ich gesagt haben, ich bin eher im Entrapment-Lager. Also Abandonment und Rejection, davor habe ich nicht wirklich Angst. Ich habe das oft genug erlebt. Dann denke ich mir, ja, whatever, dann halt nicht. Ne? Aber die Idee, dass ich irgendwo eingesperrt bin, dass mich wer festhält, dass ich keine Entscheidung treffen kann, dass ich nicht die Kontrolle habe, that's a different thing. Und ich habe diese Angst schon auf viele verschiedene Arten und Weisen mich damit beschäftigt und bearbeitet. Aber es war immer noch ein bisschen da. Und ich habe es gemerkt in Situationen wie, zum Beispiel, ich kann Lift fahren. Das ist alles kein Problem. Es hat mich jetzt nicht bewusst beeinschränkt. Aber wir wissen ja, dass nur ein kleiner, unbewusster, limitierender Glaubenssatz schon ganz schön viel Schaden anrichten kann. Ne? Und uns zumindest davon abhält, das zu kreieren, was wir wollen. Ja? Okay. Also habe ich gemerkt zum Beispiel, als wir vor ein paar Jahren noch in China unterrichtet haben, vor Covid, war zum Beispiel eine Situation ganz am Anfang, als ich dort neu dazugekommen bin und das erste Mal in China unterrichtet habe, war ein Saal von ungefähr 500, 600 Menschen. Und vorne war so ein kleiner Bühnenbereich, aber es war keine Bühne, die irgendwie abgetrennt war vom Saal, sondern halt ein Bereich, der ein bisschen freier war. Ne? Und da waren viele Kameras und so, also dass jeder was gesehen hat. Und wir haben unterrichtet und dann kam es zur ersten Pause. Und in der ersten Pause kann mich erinnern, sind die Mikrofone aus und dann könntest du nach hinten gehen und einen Kaffee trinken oder was. Aber es war neu und ich wusste nicht, wie es organisiert ist. Und wir stehen dort und es beginnt die Pause und plötzlich beginnen diese 500 bis 600 Menschen auf uns zuzukommen
um ihre Umarmungen abzuholen. Und ich stehe so dort und merke, wie zugegebenerweise diese kleinen Menschen, aber so viele von ihnen, plötzlich anfangen, auf uns zuzukommen und diesen hier zu machen und ich nicht mehr aus kann. Und da habe ich gemerkt, oh, Platzangst ist definitiv noch so ein Ding. Ne? Und als wir dann in diese Höhle hineingegangen sind, habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich eigentlich gespannt, wie es mit meiner Platzangst geht. Habe ich mir ja nicht einmal überlegt vorher, weil ich nicht im Vorhinein mir Sorgen mache. Das tue ich einfach nicht. Das habe ich mir schon vor langer Zeit abgewöhnt. Gut, wir gehen in diese Höhle hinein. Ich kraxel auf den Händen und Füßen im Dunkeln herum und habe gemerkt, ich habe keine Angst. Und habe mir gedacht, wow, why? Natürlich gab es einen Teil von meinem Gehirn, der sich überlegt hat, naja, könnte jetzt was schief gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, was soll jetzt schief gehen? Es waren Menschen, und zwar viele, vor mir schon in diesen Höhlen. Ich bin mit einem Mann zusammen, der schon oft hier war. Das ist sein Land, das ist sein Herzenspassion. Es ist so eine Ehre, dass ich da jetzt mit darf. I'm safe. Ich hatte wirklich keine Angst. Und warum ich es euch erzähle, ist, weil mir so aufgefallen ist, dass die Möglichkeit, sich hinzugeben, to surrender, ist so sehr davon abhängig, wie sicher wir uns fühlen. Und wenn wir uns sicher fühlen und uns sagen können, naja, it's okay, I'm safe, dann fällt dieses Hingeben, sich hingeben, so viel leichter, es ist fast automatisch. Und es ist so befreiend. Weil ich habe mich einfach nur auf meinen Atem fokussiert und mir gedacht, ein Krabbel nach dem anderen und es wird schon Licht kommen. Was soll ich machen? Ich kann zur Not muss ich halt so wieder raus. Aber mehr kann nicht wirklich passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Berg genau jetzt zusammenbricht und diese Höhle zusammenbricht, ist so unwahrscheinlich. Und es wäre ein ziemlich heldenhafter Tod, oder? I mean, wenn ich schon gehen muss, dann naja, ist es zumindest nicht ein... Der Josef Hader hat einmal in einem Kabarett gesagt, das ist kein Lulu-Tod. Ne? Ein Lulu-Tod ist im Prater über die Lilliputbahn stolpern. Das ist ein Lulu-Tod. Und jetzt denke ich mir in solchen Momenten immer, wenn so eine Angst hochkommt, sehe ich, naja, die einzige Angst, Todesangst, ist wirklich mein Leben unter Gefahr jetzt. Und meistens ist es das nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und in dem Moment, wo ich ausschließen kann, dass mein Leben jetzt in Gefahr ist, habe ich mich und trainiere ich mich immer mehr darauf hin, mich hinzugeben. Und habe dann gemerkt, wie lustig das ist, sich hinzugeben. Ich habe nämlich nur Anweisungen verfolgt. Ich habe dem Robert zugehört und gesagt, okay, jetzt krabbel ungefähr 5 Minuten lang gerade vor und dann kommst du zu einer Abzweigung und dann krabbelst du links. Ne? Einfach. Vor, links. Und ich dachte, gut, das kann ich. Und er hat mich immer vorgeschickt, er ist nie vorgegangen. Und das war das Coolste. Und als wir dann am Ende, also du krabbelst quasi durch diese Höhlen und die sind schmale Gänge und dann immer wieder Portale. Und deswegen sind sie ja die Initiation Caves. Du musst nämlich durch 7 Portale durch, um in die große, heiligste Höhle zu kommen. Und in dieser großen, heiligsten Höhle kannst du aufrecht stehen, du kannst rundherum gehen, die ist groß. Und dann sind lauter Stalaktiten von oben und Stalagmiten von unten, die solche ganz spannenden Gebilde geformt haben, die ausgesehen haben teilweise wie, ich weiß nicht, indische Gottheiten. Dann hat es wieder ausgeschaut wie ein Tempel. Also es war ganz faszinierend. Aber durch diese 7 Portale zu schlüpfen und in die Herzkammer zu schlüpfen zum Beispiel, das war richtig schön. Also in der 4. Kammer, die Herzkammer, da sind wir dann im Dunkeln gesessen. Vollkommene Dunkelheit, vollkommene Stille. Die einzigen Geräusche, die ich wahrnehmen konnte, waren mein eigener Atem, der Atem von Robert und hin und wieder so ein kleines Tropfen von irgendeinem Wasser irgendwo. Und es war so friedlich, es war so erdend, es war wunderschön. Gut, dann durch die 7. in dem Ding, dort sind wir dann gesessen und auch wieder in Dunkelheit. Robert hat eine kleine Kerze angezündet, die haben wir dann aber auch ausgeblasen und sind einfach nur gesessen. Ich weiß gar nicht, wie lang, kann ich euch ganz ehrlich nicht sagen, weil du verlierst jegliches Gefühl für Zeit. Wir sind dort gesessen, haben meditiert eine Zeit lang und er hat eine Flöte mitgehabt, die hat er dann gespielt, also mit dem Echo. Dann haben wir gesungen. Dann ist mir aufgefallen, wie wenig Lieder ich komplett kann.
mit allen Worten. Das wäre jetzt mein Tipp an euch. Sucht euch ein Lied, das ihr wirklich gern habt und das ihr gerne singt und lernt die Worte. Es ist nämlich erstaunlich, wie wenig uns einfällt, wenn wir nichts haben zum Nachschauen. Wie ging das schnell? Wenn ich es dann einmal höre, habe ich es sofort. Aber wenn du in völliger Stille bist, in der Einsamkeit vielleicht irgendwo, dann ist Singen etwas, was dich immer beruhigen wird und was dich immer wieder mit deinem Körper verbinden wird. Wir können nämlich nicht singen und weinen, geht fast nicht. Singen wird immer Portale der Energie auch in uns öffnen. Und mir ist eben aufgefallen, also ich habe dann ich bin aus der Hölle raus und dann ist mir das Lied wieder eingefallen, dass ich alle Worte, ich konnte bloß die Worte nicht mehr. Ganz spannend. Ja, gut. So gesehen habe ich viele vergangene Leben, so hat es sich zumindest angefühlt, in einem Moment vereint, als ich diese Erfahrung hatte mit den Höhlen und bin richtig dankbar, dass ich dieser Angst mit dem offenen Herzen, einem lauten Ja begegnet bin. Ich kann euch nur dazu inspirieren, es mir gleich zu tun. Ihr müsst nicht in irgendeine Höhle herumkraxeln. Aber das nächste Mal, wenn euch irgendwer was anbietet. Oder wenn ihr das merkt, oh, da ist eine Gelegenheit zum Ausdehnen da, dann sagt ja, wirklich, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. Und ein kleines Geschenk, was ich daraus bekommen habe, ich sammle immer noch die Geschenke, weil ich finde, nach solchen Erfahrungen, ich sage immer 3 Tage, 3 Wochen danach passiert was. Und wenn das, was passiert, wenn wir das einfach zulassen und schauen, dass wir einfach immer präsent bleiben mit den Präsenten, dann kann sich viel entwickeln. Und Crystalline hat mir so ein schönes Gedicht gegeben nach der Höhle. Ich lese euch zuerst in Englisch vor. Da klingt es, finde ich, am besten, aber ich habe es euch auch übersetzt. When we have the courage to find compassion, we create connection and collaboration to find contentment at our core. And contentment is that degree of happiness which consists in being satisfied with present conditions. A quiet, uncomplaining, satisfied mind. Auf Deutsch. Wenn wir den Mut haben, ins Mitgefühl zu gehen, schaffen wir Verbindung und Zusammenarbeit und finden Zufriedenheit in unserem Kern. Und das Wort Zufriedenheit ist ein Wort, das ich uns heute allen schenken möchte. Dieses Gefühl, das wir haben, wenn wir im Moment sind, einen völlig ruhigen Geist haben, Verstand haben und einfach zufrieden sind. Diesen Frieden in uns spüren. Denn ich denke, so oft reichen wir für ja, die Freude, die Ekstase, der Orgasmus, dieses und vergessen, dass dazwischen diese wunderbare Phase, dieses Feld der Zufriedenheit sein kann. Und diese Zufriedenheit ist oft leichter zugänglich als die Ekstase. Denn wenn wir es uns aus physikalischer Sicht anschauen, dann müssen wir ja unsere Frequenzen aus vielleicht einem Zustand der Unzufriedenheit, ich in Terra Nova am Anfang, aus der Unzufriedenheit in die Zufriedenheit bringen, um dann von der Zufriedenheit in die große Freude zu gehen. Manchmal braucht es einen Sprung, den Sprung ins kalte Wasser, dass wir was Radikales machen. Was es immer braucht, aus meiner Erfahrung zumindest, ist, dass wir entweder die Umgebung verändern. Wir müssen uns manchmal aus einer gewohnten Umgebung herausbewegen, um etwas Neues zu erfahren. Das heißt, wir müssen unseren physischen Körper in eine andere Position bringen. Deswegen ist Yoga so zufriedenstellend. Weil wir ja im Yoga eigentlich nur den Körper immer wieder in andere Positionen bringen und sagen, oh, schau mal, wie fühlt sich denn das an? Na, schnaufe mal. Und dann geben wir mal in eine andere Pose und sagen, wie fühlt sich denn das an?
Und dadurch, dass wir den Körper im Raum bewegen und immer wieder bewusst werden, kreieren wir Veränderung und eine Anhebung unserer Frequenzen. Wenn es uns dann noch gelingt, dieses Yoga mit anderen zu üben, dann wird es richtig magisch. Wenn wir, ich kann mich erinnern, an Yogastunden, gerade in Ashwin, wo ich großartige Yogalehrer hatte, deren war es möglich, den gesamten Raum in einen Atemzyklus zu bringen. Wir haben alle den Fünferatmus oder den Achteratmung zum Beispiel gemeinsam geatmet. Und wenn ein Raum kohärent und kongruent atmet, holy moly, das ist ein Energiefeld, wo Magie, Alchemie passiert. Wirklich. Und ich freue mich schon so riesig drauf, wenn wir im Juni zusammenkommen, dass wir 2,5 Tage solcher Energien haben. Denn wenn besonders bewusste Frauen zusammenkommen und sich im Herzen zusammenfinden, und das ist diesen Mut, den wir brauchen. Wir brauchen den Mut, um Ja zu sagen, den Mut, ums Herz aufzumachen. Daher kommt ja Courage, ne? Kommt vom Cœur, vom Herzen. Das ist nicht die wilde, ich mach schon. Nein, kommt von hier. Ich mache das Herz auf und ich sage, ja. Dann finde ich dieses Mitgefühl. Dann kann ich mit anderen mitfühlen. Dann traue ich mich mitzufühlen. Ich habe mir vor Ostern diese Challenge gestellt. Es kam einfach so. Ich habe eben beim Meditieren mir einfach nur vorgestellt, wie muss das wohl gewesen sein, am Kreuz zu sterben? Traue ich es mich mir überhaupt vorstellen? Und es war nicht fein. Aber ich habe mich getraut, es einfach mir das Gefühl mir vorzustellen, um dieses Mitgefühl auch für Jesus zu haben. Ich bin, wie ihr wisst, kein sehr religiöser Mensch. Ich habe viele Religionen schon gelernt, dadurch, dass man mit mir nicht wusste, was man mit mir machen soll als Anglikanerin. Ne? Also, und ich habe so viele verschiedene Religionsunterrichte erlebt. Aber dieses Mitgefühl, das ist ja unabhängig von einer Religion. Und da bin ich wieder bei den Kataren. Da ist meine einzige Religion, ist die Religion der Liebe. Und wenn wir dann dieses Mitgefühl und diese Verbindung schaffen, dann kommt diese natürliche Kollaboration, dieses Zusammenwirken der Kräfte. Vor allem, wenn wir eine Intention haben. Und das liebe ich ja so an unseren Golden Goddesses. Weil wir eine Intention haben, wo wir gesagt haben, das sagen wir jetzt einmal alle Ja dazu. Wir sagen alle Ja, wir haben es verdient, finanziell frei zu sein. Wir haben nicht nur gesagt, wir haben es verdient, ein bisschen reich zu sein. Nein, finanziell frei. Und für diese finanzielle Freiheit, für dieses riesengroße Ziel, wird es riesengroße Schritte auch brauchen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir alle von heute auf morgen nach Australien fliegen müssen, um den größten Unterschied zu machen. Aber ich glaube schon, dass wir alle aufgerufen sind, in unserem kleinen Zirkel mutige Schritte zu machen. Mutige Schritte zu machen und zu sagen, ich probiere es wieder, ob wir nicht Frieden finden. Das nicht geht und man dann wieder durch die Liebe da was verändern könnten. Und für mich zu Ostern, für mich hat es funktioniert. Also ich habe ein wunderschönes Osterfest erlebt mit meiner ganzen Familie, die hier ist. Also alle drei Kinder, mein Bruder, alle meine drei Nichten und Neffen, Mama, meine Eltern. Es war so friedlich und doch so inspirierend, weil ich das Gefühl gehabt habe, zum ersten Mal sind wir alle dort gesessen mit offenem Herzen und haben einfach geplaudert. Und es hat Diskussionen gegeben am Ostertisch, also die waren spannendst. Und jeder hat seine Positionen eingenommen, vom Zuschauen, Zuhören bis zum Jetzt, was ihr wollt. Es war wunderbar. Also ich habe mich wirklich beschenkt gefühlt. Und ich fühle mich auch so beschenkt, heute mit euch hier zu sein und zu sagen, okay, was transformieren wir heute? Mein Vorschlag wäre der folgende. Wir haben gestern im englischen Zirkel unser einjähriges Bestehen gefeiert. Wir haben uns mit den englischen Göttinnen nun ein Jahr lang jede einzelne Woche getroffen. So wie wir jetzt auch, aber halt noch nicht ganz so lang. Und es war egal, ob es Ostern war, ob es Weihnachten war. Es war einfach, wenn es ein Montag war, haben wir uns getroffen. Und gestern haben wir so ein bisschen Resümee gemacht. Das hat sich auch ganz natürlich ergeben, weil eine Göttin im Zirkel war, die uns erzählt hat, dass wir jetzt das dritte Wunder co-kreiert haben. Das dritte medizinische
Wunder. Und zwar hat eine Göttin eine Freundin gehabt, die mit Krebs diagnostiziert war und die Ärztin gesagt, sie liegt im Sterben, es wird nichts mehr. Ne? Und sie hat dann in einem Göttinnenzirkel gesagt, können wir für sie beten? So, yeah, absolutely. Weil wir immer wieder für Göttinnen beten, wo gerade irgendwer leidet oder wo zum Beispiel der Mann, wisst Nicole und Christian, ein großes Scare hatten. Jedenfalls, wir haben angefangen, für sie zu beten. Und gestern hat sie uns erzählt, dass diese Dame, die dem Tod geweiht war, nun munter daheim sitzt und krebsfrei ist. Und die Ärzte sagen, sie haben keine Ahnung, wie das passiert hat sein können, aber es ist passiert. Und die Ärzte haben aber den folgenden Satz gesagt. Sie hat den Scan gemacht, es ist kein Krebs mehr nachweisbar. Und sie haben gesagt, you are still cancer-free. Okay, habt ihr das gehört? Du bist noch immer krebsfrei. Und wir haben das zum Anlass genommen, um dieses still, then, when, all das, was uns vom Hier und Jetzt trennt, zu transformieren. Jetzt hilft es mir im Deutschen. Im Deutschen wäre das das Noch, oder? Noch wäre eins. Die Nochs, die Abers, die Dann, die Wenn ich. Alles, was uns aus dem jetzigen Hier und Jetzt rausnimmt und sagt, ja, das mache ich dann. Das mache ich, wenn ich reich bin, wenn ich gesund bin, wenn ich schlank bin, wenn ich in der Beziehung bin. Okay? Also dann, wann, noch, glaube ich, haben wir bis jetzt. Einverstanden, die drei? Wir haben das definiert. Gleich, später, genau. All diese Verzögerungsworte, okay? Die wollen wir transformieren. Are you in? Okay? Wir fangen mit dem Switch an. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Wenn, Aber, Noch, Vielleicht, Dann, Später. All diese Verzögerungen. Ich liebe und akzeptiere mich. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Jawohl, jetzt, hier, ja. Sehr gut. Und atmen. Gut, unterm linken Flügel, links. Unsere Milz. Hallo Milz. Dann, wenn, später, vielleicht, noch. Alle Verzögerungen. Ich liebe und akzeptiere mich. Mit all meinem Mangel an Selbstbewusstsein, mit all meinem Mangel an Selbstwert, es ist okay. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, zu wissen, dass ich es wert bin und dass ich es sowas von verdient habe, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und dieses Hier und Jetzt so richtig zu genießen, jeden Atemzug. Sehr gut. Daumen. Wir streichen die Daumen aneinander, als würden wir Feuer machen. Wir atmen in unsere Lungen hinein. Dann, wann, wenn, aber, vielleicht, später, noch. All diese Verzögerungen. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Trauer auf meiner tiefsten Ebene und von dem ersten Moment an, wo ich traurig war. Und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Trauer loszulassen. Ich erlöse sie und ich gehe in meine Kraft der Zufriedenheit und Freude. Ich bin so zufrieden. So zufrieden. Sehr gut. Unterhalb der Schlüsselbeine. Wir klopfen auf unser Brustbein. Dann, wann, wenn, später, vielleicht noch alle Verzögerungen. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Angst. Meine Angst, was passiert, wenn ich mein Licht so richtig aufdrehe? Meine Angst vor Verlassenheit, meine Angst vor Einsamkeit, meine Angst vor Verlust,
meiner Angst davor, lächerlich gemacht zu werden, meiner Angst vom Versagen, meiner Angst vom Eingesperrtsein, meiner Angst, all diesen Ängsten. Ich liebe und akzeptiere mich. Und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Ängste zu erlösen. Und ich gehe in die Kraft meines Mutes, in meine Courage. Ich bin so mutig. Ich öffne mein Herz. Und ich sage ja. Ich sage ja zu mir selbst. Ich sage ja zu meinem Leben. Ich sage ja zu Zufriedenheit. Ich sage ja zu meiner Freude am Leben. Gut. Rechte Seite, Leber, massiert die Leber oder klopft die Leber. Dann, wann, wenn, noch, später, vielleicht, alle Verzögerungen. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Wut, mit all meiner Eifersucht, mit all meinem Neid, mit all dem, was mich davon abhält, in meinem Frieden zu sein. Es ist okay. Ich verzeihe mir und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Wut zu erlösen und ganz in meinen Frieden zu gehen. Ich bin friedlich, ich bin zufrieden und atme noch. Sehr gut, spitz mal kurz rein und jetzt verbinden wir Herz und Hirn und jetzt kappen wir all die Bänder, all diese karmischen Bänder, alle energetischen Bänder, was auch da immer da so los ist. Und wir sagen, ich fordere meine Kraft zurück. Und ich gebe dir deine Kraft zurück. Ich fordere meine Freiheit zurück. Und ich gebe dir deine Freiheit zurück. Ich verzeihe dir für all die Schmerzen, die du je kreiert hast. Und ich bitte um Verzeihung für all die Schmerzen, die ich je kreiert habe. Die Vergangenheit bleibt in der Vergangenheit. Nur die Liebe kann uns verbinden. Ich wünsche dir alles Gute, so wie ich mir alles Gute wünsche. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Dann tut vielleicht die Hand aufs Herz und stellt euch vor, ihr verbindet euch mit der heiligen Kammer eures Herzens. Wie würde es sich anhören in der Kammer eures Herzens? Ihr könntet euren eigenen Herzschlag hören, vielleicht das Rauschen des Blutes. Und ihr würdet vielleicht ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit spüren. Dankbarkeit für euer Herz, das unermüdlich Sauerstoff und Nährstoffe und Lebensenergie durch euren ganzen Körper pumpt. Jeden Tag, jede Nacht, ganz egal, ob ihr daran denkt oder nicht. Vielleicht würdet ihr Dankbarkeit spüren für euren ganzen Körper, für jedes Organ, für eure Haut, für eure Leber, eure Nieren, euren Magen, eure Gebärmutter, jede Zelle. Stellt euch vor, wir könnten diese Dankbarkeit durch alle Zellen hindurch in diesem Zellenzwischenraum senden und uns vorstellen, wie all unsere Zellenzwischenräume mit diesem goldenen Licht der Dankbarkeit zum Leuchten beginnen. Und dann fällt es ganz leicht, uns vorzustellen, wie unser ganzer Körper in goldener Energie gebadet wird. Und wie wir alles erlösen, 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 was uns irgendwie von diesem Fluss dieser goldenen Energie irgendwie abhalten, abtrennen könnte. Stellt euch vor, wir könnten überall Brücken bauen, überall Verbindungen herstellen, so dass wir das Gefühl haben, wir sind wirklich eins. Alles eins. Goldene Energie überall um uns herum, in uns. Und dann stellt euch vor, wir könnten diese goldene Energie hinaussenden ins Weltall.
in einen wunderschönen Nachthimmel. Und es zwischen all den Sternen nun dieser goldene Schimmer beginnt, all die Sterne miteinander zu verbinden. Und dann stellt euch vor, all diese Sterne sind unsere höchsten Selbst. Die weiseste, liebevollste, schönste, freundlichste, erfolgreichste, erfüllteste Version unserer Selbst. Und dann stell euch vor, wir könnten uns gegenseitig in diesem Sternenlicht baden sehen. Fröhlich, zufrieden, gesund, glücklich und das Leben mit Leichtigkeit lebend. Und im nächsten Atemzug holen wir uns all dieses Sternenlicht auf die Erde. Wir stellen uns vor, wir segnen das Haus, in dem wir uns gerade befinden. Wir segnen die Stadt, in der wir leben. Wir segnen das Land, zu dem wir da gehören, dazugehören vielleicht. Wir segnen die Grenzen zwischen den Ländern. Bis wir uns vorstellen, dass um den Erdball herum sein goldenes Netz an Licht erscheint. Und wir alle sind mit diesem goldenen Netzwerk verbunden. Ganz egal, wo wir sind. Und wann immer wir das Gefühl haben, wir brauchen ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Leichtigkeit, dann erinnern wir uns an dieses goldene Netzwerk und wissen, wir sind verbunden, wir sind eins. Und nur die Liebe kann uns verbinden. Und mit dem nächsten tiefen Atemzug kommen wir ins Hier und Jetzt zurück, verbinden uns wieder ganz mit unserem Körper, spüren Dankbarkeit in uns drin und sagen danke, danke, danke zu uns selbst, dass wir uns diese Zeit genommen haben. Und dann strecken wir die Arme aus, machen uns ganz groß wie ein Stern. Und dann sagen wir ja, 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 und kommen uns ins Hier und Jetzt zurück und öffnen die. Jetzt schauen wir mal, sind wir alle da? So, mein Thumbs up. Yes, okay. Na dann lasst es mal hören. Wie geht's euch denn? Was ist für euch jetzt so passiert in der letzten, noch fast Stunde, in der wir zusammen sind? Do you have anything to share? Wollt ihr irgendwas sagen, teilen, fragen? Sonst ernenne ich jemanden. Und dann war Stille. Dann sag ich was, Joy. Wusste, du bist in der Mitte. Hallo. Hallo, ja, André. Sag was. Hallo, liebe Joy. Also ich möchte jetzt meine Gedanken zu dem heutigen Goddess Circle mit euch teilen. Joy, du triffst den Moment der Zeit, die Energie der Zeit, immer in einer Genauigkeit. Das ist unglaublich. Ja, du bereitest uns jetzt gerade vor auf das, was die nächsten Monate in diesem Jahr, womit wir leben lernen müssen, ja, dass die Zeitqualität derart rasch vorwärts geht, ja, dass wir eine Umwälzung und ein Stirb und Werde nach dem anderen erleben werden in unserem Mikrokosmos, in uns selbst, mit unseren Gefühlen. Aber auch eben die ganze Welt umspannend, was alles zu Tage kommt, welche Transformationen die Menschheit in Einzelnen, in Gruppen, in Ländern durchmachen wird. Und da ist es so unglaublich wichtig, schon vorher zu wissen, wie gehe ich mit Ängsten um? Wie finde ich meine Mitte? Wie lerne ich im Jetzt zu leben? Also du hast jeden Punkt getroffen. Wow, und I get goosebumps. Ja. Dankeschön. Absolut im Flow und für uns alle unschätzbar wertvoll. Danke, Joy. Thank you, thank you, thank you, thank you. That means a lot. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, es ist schön, das aus deinem Munde zu hören, nämlich dieses Gefühl, dass jetzt sehr viel auf uns zukommt. Tja, wie geht es denn euch mit euren... Wir stehen vor einer Sonnenfinsternis am 20. April und
da wird quasi diese Zeitqualität losgetreten so richtig, ja, und die wird uns bis November begleiten. Und damit ist es einfach wichtig zu wissen, ja, das ist jetzt so. Es ist nichts Überraschendes, die Welt geht in Transformation, und Transformation heißt immer, was loslassen, was weggehen lassen, dieser Stirb- und Werdeprozess, der mit dem Planeten Pluto eben so für uns alle losgetreten wird, weil der an, noch mit den Mondknoten im Quadrat steht und somit für die ganze Welt die Transformation in Schwung bringt, sage ich jetzt mal. Weil es kann nichts Neues, Gutes entstehen, wenn nicht was Altes geht. That's so true. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, es erinnert mich an so Szenen, wie wir in Filmen sehen, wo ein Team zusammenkommt, bevor es in den Krieg zieht. So dieses letzte, okay, jetzt erinnern wir uns daran, okay? Wir atmen, wir klopfen unsere Punkte, wir duschen kalt, wir verbinden uns miteinander, wir bleiben verbunden, wir suchen einander und finden einander immer wieder. Das ist ja das Spannende. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Frauen uns immer wieder finden werden, genau an den richtigen Orten. Und wir wissen ja, wo wir uns finden. Mich findet sie immer in der Joy Tribe auf Facebook. Wirklich. Also alle sozialen Medien, ich mache das selber. Das ist nicht irgendein Mensch, der irgendwas macht, was irgendwie jetzt vielleicht für irgendeinen Algorithmus toll wäre. Wahrscheinlich wäre es schlauer, ich mache es so. Aber es bin wirklich ich. Das heißt, wenn ihr offene Posts macht, also wenn ihr einfach eine offene Frage stellt, die jeder sehen kann, dann gebe ich immer Antwort, wirklich. Was ich nun nicht mehr mache, ist, dass ich diese hintenrum Messages dauernd beantworte, weil da werde ich immer fertig. Weil hintenrum, da ist natürlich, ja, und was ist jetzt mit meinem ganz speziellen Fall, und mein Mann macht das und meine Tochter macht das. Of course, aber das ist Coaching. Da müsst ihr auch verstehen, dass das kann ich nicht beantworten, weil ich muss ja auch Miete zahlen. Und ich muss ja auch mein Leben gestalten. Und das ist meine Arbeit. Also wenn ich mir Zeit nehme für jemanden one-on-one, um zu helfen, dann will ich honoriert werden dafür. Ich tue eh so genug auch viel, wo ich nicht honoriert werde dafür, sondern anders halt. Das ist alles gut. Aber wisst immer, you can always reach out. Really. Und wenn es ein offener Post ist, dann mache ich auch oft Videos für Leute, die sagen, du, ich habe jetzt gerade dieses Thema. Und dann habe ich immer, oh, so ein spannendes Thema, da bin ich mir sicher, da gibt es mehrere davon. Und wenn es mir ein gutes, spannendes Thema ist, dann mache ich auch gerne auf den Video und sage, schau, klopfe mal hier, mach das, gib meine besten Tipps, weil ich dann weiß, es hilft mehr Menschen. Und ein Aufruf an euch ist, ich weiß, ihr wisst auch alle so viel mehr, als ihr glaubt. Ihr habt so viel Wissen in euch, was so vielen Menschen helfen würde. Zeigt es, traut euch, teilt es. Für jeden von uns ist irgendein Video kreieren für mich noch immer. Jetzt mache ich es 10 Jahre schon. Wirklich 10 Jahre dedicated to this topic. Rede ich über komische Sachen 10 Jahre lang auch in der Öffentlichkeit. Aber jedes Mal, wenn es heißt, Joy, mach ein schnelles Video zu dem Thema, habe ich immer Drama vorher. Ich mache das, es ist nicht ein Juhu, ja, lass mich schön machen und das Licht gut. Und dann lass mich möglichst kohärent in 3 Minuten genau das Richtige sagen. Das ist immer stressig für alle von uns. Aber wenn ich euch dabei zuschaue, also ich schaue da Andrea natürlich zu, weil wir eng zusammenarbeiten und ich auch mich als Motivateurin von der Andrea, sie komm, biet deine Dienste an, geh in die Öffentlichkeit, mach deine Videos, right? And I watch you. Und ich weiß, wie hart es ist. Und ich weiß, wie oft man irgendwas aufnimmt und man kann es überhaupt nicht anschauen. Aber irgendwann ist es am wurscht, weil dann geht es uns nur um die Sache. Und was ist, wenn wir jetzt wüssten, es kommen harte Zeiten, noch härtere Zeiten auf die Menschheit zu. Und wir sind gekommen, um diesen Menschen zu helfen. Wie könnten wir möglichst freudvoll helfen? Den Unterschied. Darum geht es mir im Goddess Retreat. Denn viele von uns, ich glaube, alle von uns, trotzdem mal sagen, die hier sind, wissen, dass sie gekommen sind aus einem Grund. Und ein Teil dieses Grundes ist, dieser Menschheit zu helfen, in diesen schwierigen Zeiten ihr Bewusstsein zu erheben, glücklicher zu werden, gesünder zu werden, was auch immer. Und ihr habt alle verschiedene Geschichten gelernt, um zu helfen. Ne? Und wenn wir wissen, wir sind deswegen gekommen, dann geht es jetzt wirklich nur darum, dass wir wissen, wir machen es nicht allein. Wir sind ein Netzwerk. Und im Goddess Retreat möchte ich, dass wir eine neue Verhandlung mit Spirit machen.
Das hat mir so geholfen vor einigen Jahren, als ich erkannt habe, wieder eigentlich durch eine Freundin, wir haben einen Kurs besucht und haben gesagt, oh, spannend. Wir sind total in Resonanz gegangen mit dem Thema, dass wir gesagt haben damals in Spirit, als sie uns gefragt haben, und wollt ihr zur spannendsten Zeit auf Erden mit bei der Sache sein? Wollt ihr dabei sein, wenn Planet Erde die Transformation macht? Da habe ich fix ja gesagt. Ich glaube, ich bin die Erste. Ich habe gesagt, ja, unbedingt. Und dann haben sie gesagt, naja, aber es wird schon, es wird heftig. Na ja, natürlich mache ich das. Ne? Und dann wirst du dienen, wirst du helfen. Sag ich, na sicher werde ich das machen. Aber ich habe eins vergessen. Ich habe gesagt, ich werde dienen, ganz egal. Und ich habe dann neu eine Verhandlung gehabt mit Spirit und gesagt, wisst ihr was? Ich diene ja. Und ich diene mit Freude, mit Leichtigkeit und mit Anmut. Ich sage nicht mehr, ich diene für alles, sondern ich habe eine neue Agreement. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, weil dann können wir auswählen, wo wir dienen. Wenn wir davon ausgehen, wir dienen sowieso, dann kann ich doch auch bestimmen, dass ich in einer bestimmten Art und Weise dienen möchte. Ich diene natürlich auch, indem ich jetzt Kloputzen gehe überall. Wahrscheinlich würde ich es großartig machen. Ich bin eine fantastische Kloputzerin. Aber ich glaube nicht, dass das mein Hauptzweck jetzt ist. Das heißt nicht, dass ich es nicht mache. So, you know what I mean? Und wenn ich diene, dann kann ich auch aussuchen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin die Mega-Kloputzerin und ich verwandle diese Welt durchs Kloputzen, jetzt bleiben wir beim Thema, weil wir schon da haben, dann habe ich aber immer noch die Wahl zu sagen, wie mache ich es denn, mit welchen Putzmitteln, nämlich die super toxischen, die der Umwelt schaden, oder werde ich die Bio-Putzerin werden, die nur Putzmittel nimmt, die dem Planeten gut tun. Dann kann ich noch entscheiden, in welchem Outfit, mit welcher Musik werde ich Kloputzen. Ich schwöre euch, Kloputzen macht in einem Tütü mit lustigem Outfit und bei geiler Musik wesentlich mehr Spaß, als wenn ich dann irgendeine Uniform anziehen müsste und toxisches Mittel herumsprühe. Wisst ihr, was ich sagen will, ne? Und dieses neue Verhandeln, zu sagen, okay, ich diene, okay, ich werde 100% geben in dieser Art und Weise. Das möchte ich mit euch gerne im Goddess Retreat machen, in einer Gruppenhypnose, wo wir mit Quantenhypnose arbeiten und das wirklich installieren, dass wir von nun ab, ihr könnt es auch jetzt schon machen, von nun ab freudvoll dienen. Why not? Wenn wir freudvoll dienen, haben wir auch viel mehr Leute was davon. Mir ist es persönlich lieber, wenn ich egal ob es ein Kellner ist oder eine Masseurin oder irgendwer, der mir gerade dient, wenn die einen Spaß hat bei der Arbeit. Das ist ja viel netter, oder? Okay. So. Oh, wir haben ganz viele Chats. Ich freue mich schon aufs Retreat. Waren irgendwelche Fragen? Lass mal kurz schauen, was wir haben. Barbara freut sich schon aufs Retreat. Ja, ich mich auch. Ich habe ja jetzt schon The Roy hat mich gebeten, eine Highlight-Liste zusammenzustellen von den Sachen, die wir machen werden. Und ich habe mir dann kurz überlegt, dass ich es zusammengeschrieben habe. Das ist ein ziemlich dichtes Programm. Wir werden natürlich Quantenhypnose machen. Ich möchte unbedingt alle mit dem höchsten Selbst verbinden. Wir werden Karma Breathing machen, also bewusstes Atmen, um altes Karma und vor allem Trauma zu erlösen. Es gibt nichts Kraftvolleres als Gruppenatmen für Trauma Release. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden die Abundance Codes in uns freischalten, also die Wohlstandscodes, so ähnlich wie wir es in einer Sitzung hier schon einmal gemacht haben. Wir werden unsere eigene Kronen basteln. Das wird sehr witzig, weil jede Göttin geht mit ihrer Krone heim. Wir werden eine Kakaozeremonie machen. Ich habe den rohen Kakao schon geliefert. Der wird schon unterm Tesla geladen. In der Kakaozeremonie werden wir auch atmen und also eine spezielle Zeremonie machen. Und dann werden wir uns selbst initiieren. Das heißt, nicht ich oder irgendwer anderer initiiert uns, sondern wir initiieren uns selber. Und dann werden wir uns unsere Kronen aufsetzen und mit unserer neuen Identität der Golden Goddess heimfliegen. Das ist der Plan, so ungefähr. Oh, ich danke euch für all die lieben Kommentare. Ja, ich danke euch für diese Stunde. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und wie Spaß haben. Right? Und die Silvia sagt, sie wird im Geiste mitfliegen auf unserem Retreat. Guti. Es kommen einige Holländerinnen. Also auf dem Retreat in Terranova waren viele holländische Damen. Und da haben sich auch schon einige angemeldet. Also es wird sehr international und gut. Und eins möchte ich euch nur zu bedenken geben, ist, wenn 60 bewusste Frauen zusammenkommen,
dann ist natürlich magisch, haben wir schon besprochen. Was aber ihr manchmal vergesst, ist, es ist auch ein unglaubliches Mastermind. Denn stellt euch vor, 60 Frauen, 60 mal unterschiedliche Ressourcen, 60 mal unterschiedliche Talente und alle 60 Frauen auf dem Weg zur finanziellen Freiheit heißt, alle 60 Frauen sind ihr eigenes Unternehmen. Und so möchte ich, dass ihr euch auch seht. Ihr seid euer eigenes Unternehmen. Eure Person ist euer Unternehmen. Und mein Traum für euch alle, für uns alle ist, dass alle, jetzt sind wir knapp über 1000 Göttinnen weltweit, unsere eigenen Unternehmerinnen werden. Dass wir eben finanziell unabhängig und frei werden, dadurch, dass wir uns selber vermarkten, uns selber dienen. Yes? Okay, so. Ich danke euch. Ich schicke euch ganz, ganz viele Bussis, eine Gruppenumarmung. Stellen wir uns jetzt mal kurz vor. Gute Schuhschuhe für die ganze Woche wünsche ich euch, ganz egal, was ihr macht, wo ihr seid. Seid dieser Kanal des Lichtes, der Liebe, der Gesundheit. Fühlt euch umarmt, fühlt euch getragen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Tschüss. Bye, bye.